Hier sind Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zu Enjoy Magic Review. Heute ein kleines Side Project Special. Die Jungs haben uns zwei Sachen zugeschickt. Das eine, hört uns erstmal zu. Wir wissen es. Ja? Wir gehen gleich nochmal drauf ein. Aber wir haben nichts doppelt gemacht. Wir reden in der Mitte drüber. Wir gehen erstmal mit dem. Genau. Das ist neu. Das ist definitiv neu. Wobei ist es noch nicht ganz neu. Das ist Alive. Alive gab es schon in mehreren Varianten. Mhm. Es gibt die Pocket-Version, wo es dann quasi zu Love wird. Aber wir hatten noch nie eine Review, ne? Noch nie eine Review. Genau. Bei uns ist es neu. Und es gibt auch noch die Sticky Notes, wenn ich das so richtig gesehen habe, wo das sich dann auch nochmal quasi... Das hier ist jetzt quasi die Stage-Version. Also ein großer Block, schön deutlich zu sehende Zahlen oder was auch immer man daraus machen möchte. Und ja, wie das aussehen kann, würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an. Andi, ich möchte mit dir einen Test machen. Ich habe meine Vorhersage, wie ich glaube, wie dein Kopf tickt. Wie mein Kopf tickt? Ja. Oh, okay. Sei mal froh, das müssen wir mit mir machen. Andi, nimm mal bitte meinen Taschenrechner und kannst mal eine zweistellige Zahl eingeben. Eine zweistellige Zahl? Ja. Okay, mal. Ja. Mach eine andere zweistellige Zahl. Ja. Okay, mal. Ja. Und halt's nochmal für dich und behalt's mal. Tipp mal bitte die letzten beiden Ziffern von deinem PIN ein. Von deinem Bank-PIN. Die letzten beiden Ziffern von deinem Bank-PIN. Ja. Hast du es echt gemacht? Machen wir mal. Okay, und tipp noch die ersten beiden ein. Nein, okay, nein, Spaß. Bitte mach noch eine einstellige Zahl zwischen 1 und 10, aber bitte nicht die 1 oder die. Nicht die 1 oder die. Okay, und ist gleich? Ja. Okay, auf welche Zahl kommst du? 48.104. Andi, mal gucken, ob ich weiß, wie dein Kopf tickt. 48.104? Ich stelle mir so ungefähr deinen Kopf vor. Okay. Kommst du hin? Ja, das kommt hin. Nein, pass auf. Viel Verwirrung, das kommt immer. Mal gucken, ob ich es... Es ist Alive. Oh mein Gott. 48.104. Oh, das ist einfach crazy. Das war jetzt die Variante mit Zahlen. Ich habe jetzt die so übernommen wie das Hyde Project, also die Jungs davon, übrigens nochmal danke ans Zuschicken hiervon, das verwendet haben. Ich habe mir noch überlegt, ob man daraus irgendwie ein Wort machen kann. Es sind aber ein paar Linien sind vorgegeben, die sich bewegen, wo dann am Ende sind. Und ich musste sagen, ich habe mir echt schwer getan, da andere Zahlen zu überlegen, das ist, oder ganz sogar Wörter, dass es dann so ein bisschen Ding ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, einfach auch, bin jetzt auf diese Zahlen gegangen. Es gibt auch noch, das habe ich jetzt aber bis jetzt heute nicht hingekriegt, dass man auch den Zettel quasi wegreißen kann und dann rausgeben kann. Mhm. Die Variante kann man auch noch machen. Es ist ein bisschen was man noch mit dazu machen muss. Aber wie gesagt, ich denke mal, ihr konntet raussehen, worum es eigentlich geht. Also, zusammengefasst, das ist ein krasses Gimmick. So viel kann man, denke ich, sagen. Und ich war auch in der Performance jetzt sehr beeindruckt. Tatsächlich nicht vom eigentlichen Effekt, weil den kenne ich ja schon zu Genüge, sondern wenn man da so nebendran sitzt hier im Studio und das nächste, den ihr seht, ich weiß jetzt nicht, wie es am Video rauskam. Ich habe ziemlich deutlich gesehen, dass ein Gimmick ist und was es macht. Also das ist ziemlich krasse Bastelei. Ja. So, aber es ist super beeindruckend, so aus nächster Nähe zu sehen, was da passiert. Wie es arbeitet, ist richtig faszinierend irgendwie so. Und falls, weil wir haben ja hier ein Studio mit guter Beleuchtung und auch guter Bildqualität, es kann jetzt auch sein, dass man da was sieht. Wir schneiden, glaube ich, auch nichts drüber, weil es ist so. Ja. Und ich denke, es dürfte jedem hier, der Zauber-Know-how hat, klar sein, wie das funktioniert. Ich würde aber sagen, wie es funktioniert. Sondern eher quasi, ja, was die Technik dahinter ist, weil ich glaube, zum Nachbauen, keine Ahnung. Also ich würde es mir kaufen. Ich würde nicht... Safe. Es ist teuer, aber ich glaube, da investierst du so viel Stunden, da gehst du lieber, kaufst es und gehst auf ein paar Auftritte und holst es darüber wieder rein. Das können auch Kinderzauberer oder kleine Auftritte sein, aber da stehst du Stunden dran. Genau. Weil das ist schon heftig. Es ist tatsächlich nur, ihr bewegt, das sollte man vielleicht dazu sagen, ihr habt nur einen Ring hier hinten, den ihr verwenden müsst, relativ simpel mit einem Finger, beziehungsweise nicht immer ein Finger. Ja, und es ist halt auch... Und aber damit bedient ihr quasi alle Bewegungen, das muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht, dass ich fünf Sachen hier hinten quasi nacheinander machen muss, sondern wirklich nur eine Bewegung, die bewegen sich alle gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen und sonstiges. Das ist voll krass. Also es ist echt trippy. Ich weiß noch, selber gebautes Stretching the Truth hatte ich mal. Und deins war furchtbar. Ja, das ist dann so rumgebaumelt. Ich finde, wenn man es selber baut, ist es halt nie so geil. Ich meine, die bauen das öfter, ne? Verkaufen das.
Und damit ist es halt geil und es ist halt super einfach zu handeln. Und das ist, denke ich, auch der größte Mehrwert von dem Ganzen. Und auf der Bühne sieht man es auch nicht. Also man sieht hier ein bisschen, dass die unterschiedlichen Linien, je nachdem, ob sie sich bewegen oder nicht, unterschiedliche Farben haben, unterschiedliche Farbsättigung. Aber das liegt jetzt am Studio, am Licht und aus der nächsten Nähe. Das ist nicht mehr der Fall, wenn man jetzt weiter weg auf der Bühne ist. Also haben wir auch mal probiert. Ja, wir haben es ja getestet. Ja. Das Einzige, wo ich sagen muss, wo ich ein Manko sehe, ist das Video dazu. Ich hätte es vielleicht cool gefunden, so eine PDF mit, welche Wörter man zum Beispiel machen kann. Weil ich war jetzt sehr auf diese Zahlen begrenzt, also ich habe es mal abgepauscht, wie es aus und so, kann man, was für Linien kann man dazu machen, wie viele Wörter möchte ich haben, damit es nicht zu sehr zusammengequetscht aussieht. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch kein Problem mit dieser digitalen, mit diesen digitalen Zahlen, was ich glaube, was sein muss, weil es gerade diese geraden Linien sind, also eine Null kann man da halt eben entsprechend nicht machen. Ansonsten finde ich es ein interessantes Gimmick. Ich stelle es mir auch cool vor und ich war auch im Überlegen, ob man dem Zuschauer die Augen verbindet und sagt, er soll ein paar Striche machen und dann quasi, dann kommt das raus. Wir machen was draus, aber ich glaube, das funktioniert leider nicht, weil die Linien sind so gerade, das kommt vielleicht ein bisschen Ding, ich weiß es nicht. Aber es ist ein cooler Reveal und wir hatten es gerade eben schon. Ich glaube, wenn man da so von, weil es gerade so trippy ist, dass man vielleicht wirklich auf irgendwie diesen Drogenplot eingeht, dass man wirklich sagt, so, ja, wenn man was genommen trippy hat, jetzt hat, trippy, ja. So, dass man auf dem Trip halt ist, dass man darauf wirklich eingeht. Der Leonard Green hat doch sowas gehabt, wo er diese Laser-Performance da, wo er dann quasi gesagt, oh, du hast jetzt den Laser geguckt, kein Problem. Der kann dich sofort blind machen, aber das dauert ungefähr eine halbe Stunde, das heißt, du kannst die Show auf jeden Fall noch angucken. Dass man dem Zuschauer quasi irgendwie was zu trinken gibt in der Show, wenn es passt, und dann sagt man, oh, da war das und das, da hast du es wirklich getrunken? Als Gag, weißt du, ich glaube, es gibt bestimmt Performer, das quasi, dass man sagt, pass auf, für dich, das sieht für dich vielleicht für ihn aus, aber alle Zuschauer schwingen es schon zahlen, oder? Und dann quasi, dass man dann erst anfängt, dass es sich bewegt. Ich könnte es mir gut vorstellen. Der Amazing Jonathan hat sowas mal gemacht. Oh, du hast es getrunken. LSD-mäßig. Ja. Aber ja, würde ich es, mach mal einfach, würde ich es performen. Ich habe jetzt, das Problem bei mir ist, ich habe Stretching the Truth in meinem Repertoire. Und es ist mir ein bisschen zu ähnlich zu dem hier. Wo sich auch eine Zeichnung halt eben bewegt. Klar, es ist ein bisschen was anderes. Es ist da bei dem einen mehr ein Gag und hier ist es halt quasi nur ein Reveal. Wobei bei dem anderen ist es halt eine ganze Performance. Von daher ist es für mich leider wahrscheinlich nicht machbar, außer bei mir fliegt Stretching the Truth irgendwann mal aus der Ding raus, was ich für eher unwahrscheinlich halte. Ansonsten finde ich es auf jeden Fall interessant. Ich finde es ein mega cleveres Gimmick. Es ist ein bisschen hochpreisig und leider ist das, was mitgeliefert wird, meiner Meinung nach ein Ticken zu wenig für den Preis. Also jetzt quasi nicht das Gimmick an sich, sondern quasi, was ihr damit macht. Wenn ihr rein eine Zahl reviewen wollt, wie das jetzt hier, und ihr wollt es auf eine besondere Art und Weise machen, was wahrscheinlich vorher noch nicht da war, würde ich sagen, ist es. Ihr seht ja, was er kriegt. Also für mich ist es auch eher so ein Tool, um halt einen Reveal, den ich schon habe, noch ein bisschen visueller und cooler zu gestalten. Denn mein Problem ist, ich habe diesen Reveal nicht. Also ich habe gar keine einzige Routine, wo ich eine Zahl, also wo ich diese Zahl, weil die Zahl ist ja vorgegeben, die ich revealen muss. Es ist ja nicht, nicht mal, du kannst schon machen. Aber ich muss forciert sein. Ich kann nicht jetzt eine Zahl random. Ja. Und so eine Routine habe ich derzeit nicht. Und es ist jetzt auch keine große Story und nichts dabei. Also ich muss mich jetzt mit dem Teil wirklich hinsetzen und überlegen, wie kann ich das einbauen. Sich mal hinzusetzen und was auszuarbeiten. Nee, aber ich müsste konkret über dieses Teil überlegen. Und mein Ansatz ist halt nicht, ich überlege mir nicht, dass ich habe jetzt dieses Gimmick, wie kommt es in meine Show, sondern mein Ansatz ist, was will ich in meiner Show machen und welches Gimmick passt dazu. Und klar, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt eine Zahl, weil ich irgendeine Routine baue, keine Ahnung, und ich will die nochmal cool visuell in so einem Ding präsentieren, dann wäre das meine absolute Wahl Nummer 1. Nur derzeit fällt mir damit nichts ein. Und ich habe beim Trailer gucken, ich habe dann überlegt, so, boah, wo könnte das Sinn machen, habe ein paar Sachen durchgedacht, aber es passt nirgends bei mir dazu. Auch den Plot, warum die, ich finde, die Story ist zwar cool mit dem, das, deine Gedankenvorhersage, aber fühle ich jetzt nicht so richtig. Also das ist jetzt eine Ich glaube, das ist aber mehr so ein Gag, den ich eher einfach. Du bist nicht so der Komiker auf der Bühne. Nö, überhaupt nicht. Und also ich würde jetzt auch mich nicht als Komiker, ich glaube, ich bin aber eher ein Entertainer. Ja. Ich sehe mich da mehr als Gag-Entertainer, also als lustiger Entertainer, sagen wir mal so.
Genau, und dementsprechend habe ich da einfach keinen Einsatz für, auch wenn es geil gemacht ist. Was jetzt nicht der Anspruch sein soll, aber weil zurzeit das unheimlich trendet, dieses Thema mit allen möglichen ist, diese ganzen künstlichen Intelligenzen, die alles lösen. Und Oh, stimmt, was ja. geil wäre, was richtig geil wäre, wäre ein Editor, wo ich quasi eintippe, vier Zahlen, was ich halt haben will, und der mir dann das generiert, also die Zeichnung generiert, die dieses Teil darstellen kann. Weil es hat ja gewisse Fixlinien. Und dass der Editor weiß, das sind die Fixlinien, und ich gebe dem ein Wort und der baut mir das in die Fixlinien als notfalls auch als Zeichnung. Es gibt ja auch diese künstlichen Intelligenzen, die ganze Bilder generieren können, so mit allem. Und dann muss man halt vielleicht Hilfslinien, Kasten, Rahmen oder Boah, das irgendwas. musst du dann. Aber so ein Ding, weil das ist so ein bisschen das Thema. Also das ist der eine Punkt. Es ist sehr viel, man muss sich sehr viel Arbeit machen, dass man das halt customized auf seine Show, außer man ist mit der Zahl zufrieden, die dabei ist. Klar, dann to go. Wenn ihr diese Zahl, was war es, 40.100. 48.104. Genau. Wenn euch die Zahl aus irgendeinem Grund oder ihr seid frei in der Zahl, die ihr revealen wollt, ey, dann könnt ihr direkt reingehen. Wenn ihr aber sagt, nee, es muss bei mir die und die Zahl sein oder das und das Wort, dann wird's schon krass bis zu nicht umsetzbar. Also das ist dann schwierig. Was ich auch sehr schade finde, ist ein hochpreisiges Produkt. Das ist auch völlig in Ordnung für mich, weil das ist ein Prop, was jetzt, glaube ich, kein Hobby ist, hat. Was natürlich super geil wäre, weiß ich jetzt aber nicht, ob das Hyde Project, glaube ich, baut das ja nur in dieser Anführung, wenn man es nochmal als Premium-Variante hätte, wo ich denen quasi mein Wort hinschicke und die bauen mir das. Das dürfte dann gerne nochmal teurer sein, aber ich bin mir sicher, ein Vollprofi, der das in seiner Bühnenshow macht, der das auf seiner Tour spielt oder so, keine Müssten wir mit Ahnung. denen mal schreiben? Das Sind wäre am auch. besten über Instagram erreichbar. Das ist eigentlich ein guter Tipp, ja. Ja. Stimmt. Also das vielleicht so einfach generell, die mir super coolen Kontakt haben, machst du mit den Ja. Jungs, ne? Schreibt denen mal. Also wenn hier ein Profi sagt, ey, ich finde das geil, aber ich brauche das unbedingt mit meinem Reveal-Wort, meiner Reveal-Zahl, schreibt den Jungs auf Instagram, vielleicht lassen sich die auf den Deal ein und bauen das für euch direkt in der Version. Wer weiß. Könnte sein. Genau. Von der Bewertung her, Andi, was gibst du dem? Ich glaube, wir haben das ziemlich angeregt. Ja, wir haben das ziemlich, boah, was gebe ich dem? 6 Punkte. Echt? Ja. Okay, ich gebe dem Ganzen 7 Punkte. Ich finde es ein bisschen besser, wie gesagt, aus den Gründen, warum ich gesagt habe, da müssen wir jetzt nicht weiter überholen. Auf jeden Fall, wie gesagt, cool. Ich finde es mega beeindruckend. Das ist was, was ich im Leben nicht geschafft hätte und mir auch nie ausgedacht Null. hätte. Das ist ja mein Genau. Spezialtipp. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, wie gesagt, gibt es auf High Project, ich weiß nicht, ob ein Magic Shop es hat. Müssen wir mal gucken. Ansonsten haben wir es euch unten drunter verlinkt. Ansonsten die Jungs einfach auf Instagram anschreiben. Und das war's mit Alive vom High Project. Bevor wir ins nächste Produkt reinstarten. Es geht wieder weiter. Wir starten wieder rein mit unseren Live-Lectures. Und wir haben einen Wiederholungstäter. Ich Ja. freue mich riesig. Nächste Woche. Einer der kreativsten Köpfe Deutschlands, muss ich echt behaupten. Ja, definitiv. Wer? Tobias Doster ist wieder mit dabei, Tobias der Doster. Tobi. Wir freuen uns riesig, was wir wieder in seinem Studio sehen dürfen an geilen neuen Ja. Creations. Wir warten hier sehnsüchtig auf neue Releases von ihm. Ja. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir telefonieren, also sage ich, Tobi, wann können wir wieder was Neues von dir Jedes sehen? Mal, wenn ich sehe, ohne Scheiß, jedes Mal, Tobi, was hast du Neues? Und das ist eigentlich ein Running Gag, aber er hat immer was Ja, Neues. Das ist ein kreativer Wuschelkopf, das muss man einfach lassen. Das ist Wahnsinn. Wir warten auf Conventions, ist am allergeilsten, wenn er dann Ja. irgendwas rauszieht. Genau, nächste Woche gratis Live-Lecture wie immer per Zoom. Anmeldelink findet ihr rund um irgendwo um dieses Video. Und ja, wir schauen uns welche Das Produkte an. nächste dann, was wir vielleicht schon mal hatten oder auch nicht, aber ihr seht gleich ziemlich. Als nächstes Produkt haben wir Prestige. Hatten wir noch nie, Hatten wir noch ne? nie. Ich glaube erst dreimal. Nee, zweimal hatten wir es. Das ist jetzt die Variante. Ohne Threads und Dry Erase. Das heißt, also, das sind für die, die es noch gar nicht gehört haben. Es ist quasi, ihr habt mehrere Karten, 1 bis 5. Der Zuschauer kann sich frei eine Karte auswählen. Und er gewinnt quasi eine Umarmung. Und auf allen anderen, die er auch hätte wählen können, und ihr könnt es frei zeigen, wie ihr wollt, ist ein iPhone, es ist ein MacBook, es ist eine Yacht und sonst. Ja. Oder die klassische Dice and Man-Routine oder von Tom Stone mit den Töten, Töten, Töten und Umarmen. Wobei, da haben sie schon ein paar Mal gesagt, dass sie ein bisschen in Urheberrechtsstreitigkeiten kommen. Also deswegen war es, es ist in der. Im Trailer ist es drin mit Töten, aber auf dem Produkt selber ist es nicht dabei. Ich finde auch die Variante mit diesem Gewinnspiel geil, wo sie dann diese Kartons reintragen Ja. mit den ganzen Was er Sachen, hätte gewinnen die können. gewinnen können, und dann ist Genau. es ja. Die, nur mal so, die erste Variante war mit Threads, und weil die öfters mal danach kam, die Variante mit Threads und Dry Erase, also dass man quasi das beschriften kann und wieder wegwischen kann. Ja. Und dann kam die Variante ohne die Threads, also quasi wo es dann nur Ja. mit Schwerkraft, was ich super fand. Was ich jetzt dann auch mir besorgt habe, weil ich es besser fand. Und das ist jetzt quasi die neue Variante mit
Ich glaube, das ist auch die endgültigen. Ein paar Leute haben es rumgeschätzt, es ist ja okay, sie haben es viermal versucht, beim vierten Mal haben sie es dann endlich hingekriegt. Also, Ja. ich verstehe den Frust von manchen, aber das ist jetzt, wie gesagt, meine ich, die beste Variante für dich. Ich habe da noch eine andere Meinung noch mit dazu, aber gehe ich mal irgendwann Ja, rein. aber vielleicht vorab, genau, also das ist das hier State of the Art, so das Beste, was es momentan gibt von Prestige. Wir haben ein bisschen damit mit selber rumgestruggelt, ob wir es jetzt nochmal reviewen sollen, ob das, weil es ist eine merkliche Verbesserung, definitiv. Wir können das aber gerne mal, schreibt uns das mal auch in die Kommentare, wie ihr das einschätzt, ob wir sowas künftig gerne als neue Review, wir hatten WoW zum Beispiel auch, WoW 2, WoW 3, was sich kaum verändert hat, ob ihr sagt, ja, macht gerne neue Review, wenn sich das Produkt merklich verbessert hat, oder ob wir sowas vielleicht in unserem neuen Format in der Preview dann abdecken und da einfach nur erwähnen, hey, es gibt eine neue Version, die ist das und das, weil wir haben eigentlich alles schon dazu gesagt und kurze Storytime dazu, diese Threads, so als Langzeit-Review, wenn wir den Fall schon mal haben, die sind wirklich ein Pain. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten die nach Bad Aussee, wollte ich es eigentlich mitnehmen. Da wollte ich im Prinzip so ein Gewinnspiel machen, nach dem Motto, oh, du kannst Coffee Cups und Beans, lauter teure Sachen und so, und dann gewinnt er halt, also am Ende sind lauter teure Sachen und der hat halt dann ein kostenloses Kartenspiel oder so gewonnen, so ein Standgewinnspiel machen. Und dann sind mir der Thread gerissen. Wir packen es aus am Messestand, ich will gerade das mal vorbereiten und zack, Und bumm es und. ist so ärgerlich, weil man sich freut, sowas zu machen. Ja, Dann war ja. man dabei, es kommt gut an. Also wie gesagt, aber bei der Variante kann quasi nichts reißen. Wo ich es auch sehe, das ist das Ding. Also ich bin mehr der Fan davon, dass ich es einmal richtig mache und es schaut dann auch gedruckt aus und sonst irgendwas. Und deswegen mag ich diese Papierversion. Man könnte es auch das nehmen und quasi mit einem normalen Edding machen, aber wie gesagt, dann braucht man sich nicht die Dry Erase Version kaufen. Wo ich es tatsächlich sehe, und das ist eine Variante, glaube ich, ich habe es noch von keinem gesehen, ich habe es mal irgendwann, glaube ich, erwähnt, was ich sehr cool finde für Hochzeiten, dass ihr die Braut quasi nach vorne holt und ihr sagt, ich habe hier fünf verschiedene Karten, ich habe verschiedene Namen hinten drauf, die Karte, die du auswählen wirst, ist die nächste Person, die du küssen wirst. Und sie wählt dann quasi den Namen vom Bräutigam aus und auf der anderen steht überall Zauberer, Zauberer, Zauberer drauf. Und denkt, ja gut, ich kann auch nicht immer Glück haben und sonst irgendwas. Also sowas stelle ich mir halt auch gut vor. Aber das ist customized, wahrscheinlich steht da eben der Jörg. Also es ist Jörg, hey, das ist dein Mann. Okay, dann habe ich halt einfach heute einfach mal kein Glück. Und dann quasi, das anscheinend scheint jetzt zusammenzugehören. Ne? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, noch als Gag und sonst irgendwas. Man sagt, welche auch immer du auswählen wirst, das ist der Mann, den du als nächstes küsst. Und alles, ah, das ist bestimmt jetzt er oder sonst irgendwas. Und dann damit, oh nee, es ist der Mann, ein bisschen unspektakulär, aber gut, ich habe mein Bestes getan, was will man machen? Ja? Stelle ich mir echt gut vor. Also, glaube ich. Ich habe es noch nicht probiert. Und wie gesagt, das ist ja kein cheeky Ding, sondern ihr quasi sagt, ja, hey, ihr seid füreinander bestimmt und sonst irgendwas, sonst hättest du ja das andere nicht gehört. Das stimmt, das ist eigentlich auch eine coole Idee. Ja, das ist, denke ich, auch die größte Stärke von dem. Also, ich finde die Dry Erase Version gut, muss ich sagen. Mir haben die Threads abgefuckt. Aber ich finde es cool, weil man es halt ein bisschen customizen kann. Man kann es halt, ich würde es zum Beispiel vorbereiten von den Aufgaben, ich werde es vorbereiten, ich werde es endlich mal auch mal mitnehmen, weil ich wollte es ja schon mal nehmen und, ne? Gönn Und dir. ich werde es vorbereiten in einer Version, die allgemeingültig ist sozusagen. Und dann halt den Stift auch mitnehmen. Und wenn mir auf dem Auftritt, also ich kann es dann auf jeden Fall machen, weil ich habe es ja vorbereitet, aber wenn mir auf dem Auftritt auffällt, oh, ich habe irgendeine geilere Idee, weil ich irgendeinen Insider mitbekomme oder weil ich mit einem im Ich Smalltalk, stelle es mir aber kann ich es anpassen. schwierig vor, das auf dem Auftritt nochmal zu ändern. Wird sich zeigen, wahrscheinlich in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man die Version nimmt, die man Ja, vorbereitet wenn ihr hat. eine schöne Schrift habt, dann, ich meine, braucht ihr bestimmt schon doch 5, 6 Minuten, das zu setupen für jetzt diesen eigentlich, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass man das im Vorhinein quasi, bei den meisten Ich Auftritten glaube, weißt du normalerweise, wie ich viel werde man es jetzt hat. mal ausprobieren. Ich habe nämlich morgen ja privat auf eine Geburtstag. Ne, heute ist ja, wir Heute sind ist ja ja. heute schon. Auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und da bin ich mal am Überlegen, ob ich irgendwas Lustiges draus baue. Also das ist halt cool. Man kann schon auf Situationen ganz cool reagieren. Der Standard-Ding ist halt dieses Umarmen und Töten, Ja. dass man die Umarmung ausruht und das ist aber das Töten, das ist der Standard. Aber ich glaube auch, wie gesagt, dadurch, dass es diese Möglichkeit hat, es so zu customizen, und das ist halt eben nicht dein Ehemann, sondern nicht der Zauberer, sondern wie gesagt, da steht wirklich der Name, dann wirkt es auch so, das muss ja, das kann nur eine echte Karte sein, weil sonst müsste ich jetzt mal eine neue machen. Ihr kriegt die Idee. Ist es die beste Version bisher? Ja. Ist es die beste Version für mich? Nein. Wie gesagt, weil ich eigentlich das gerne so drin habe mit dem, wie ich es vorbereitet habe. Ich sehe aber auch tatsächlich hundertprozentig die Daseinsberechtigung von diesem Produkt. Ich verstehe den Frust von vielen, dass sie jetzt quasi, Ja. die sich gleich die erste Version geholt haben und jetzt kriegen sie nach zwei, dreimal, vielleicht zwischendurch nochmal was anderes gekauft haben, jetzt die Version, wo wir jetzt sagen, das ist die beste, wir wussten es ja selber nicht. Das ist Der Gag, Fairness halber, glaube die ich. Jungs haben aber auch
sich die Kritik zu Herzen genommen und es rausgebracht. Das stimmt, das steht jetzt so dagegen. Es steht so, ja, geil, wir sagen immer, dass Produkte verbessert werden sollen. Die haben es wirklich gemacht, aber ich finde, der Verbesserungsloop ist ein bisschen zu. Also, ich behaupte jetzt einfach mal, man hätte da schon früher drauf kommen können, dass Dry Erase und dass auch die. Den Thread, dass man das, gleich mehr. Das ist das erste, wo ich quasi gesagt habe, ohne wäre es besser. Aber ja, also eine Version, eine verbesserte Version wäre in Ordnung gewesen, aber das vierte Version ist schon ein bisschen drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat schon ein bisschen was von, so ein bisschen vom Auto verkaufen. Ne? Wir bauen immer ein neues Feature mit ein, damit es die Leute immer wiederholen. Aber will ich Ihnen jetzt auch nicht unterstellen. So. Es ist, am Ende des Tages haben wir jetzt, wenn ihr es bisher noch nicht gekauft habt, habt ihr Glück, weil habt ihr jetzt das beste Produkt. Und ja, ansonsten vielleicht von der Bewertung, von der Bewertung her, ich gebe ihm 8 Punkte. Ich finde es super. 8? Ja. Ja, du wolltest es verwenden? Ich weiß noch nicht. Ich will es so gaghalber jetzt mal verwenden, aber ob es in der finalen Show landet, wahrscheinlich dann auch nicht. Also ich werde es jetzt mal ausprobieren, weil es jetzt endlich auch mal ausprobiert und mal ist für mich und wir auch genug Versionen davon haben. Aber ich bleibe trotzdem bei 8. Ich finde es noch immer, weil, muss ich vielleicht kurz sagen, es ist, weiß nicht, der Plot ist ganz nett, aber auch nicht überkrass. Mhm. Und es, man muss es ja mitnehmen und ich weiß nicht, irgendwie so ganz viel nicht. Ich will Platz uns nicht weg, bin ich ganz ehrlich. Ich gebe den ganzen 9 Punkte, wenn es bei dir nicht bleibt, wird es bei mir reinkommen, werde ich es mal ein bisschen probieren. Vielleicht gefällt mir es tatsächlich besser mit diesem Personalisierten, was immer cool kommt auf Hochzeiten, weil dann fühlt man sich natürlich auch besonders, also das braucht man nicht. Und ja, das war Prestige Dry Erase ohne Elastic vom High Project. Und das war's dann auch schon wieder mit der Engine Magic Review für diese Woche, heute mit Alive und mit dem mit Prestige der vierten Version. Wenn euch eins von den Produkten gefallen hat, über Magic Shop gibt es ein paar von den Produkten. Ihr könnt es aber auch bei den Jungs selber, wenn ihr quasi die Customized-Version holen wollt. Über die Links in der Beschreibung würde Magic Shop helfen und würde der Show helfen und würde natürlich auch euch helfen. Und in diesem Sinne, bleibt magisch!